Hallo, ich lese jetzt mein Lieblingskapitel aus dem Buch Was fehlt, wenn alles da ist? Von Daniel Henny und Philipp Kofce. Mein Lieblingskapitel lautet Ich und die anderen Tiere. Wer die Richtung spürt, aber noch unsicher ist, ruft zum Experiment. Wie würden sich die Menschen verhalten, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gäbe? Die Antwort liegt in der Zukunft. Sie zielt auf das Verhalten jedes Einzelnen, das sich nicht formalisieren und mathematisch erfassen lässt. Wohl aber gibt es Versuche, welche die Fragen des Grundeinkommens erhellen. 1949 legt der amerikanische Psychologieprofessor Harry F. Harlow 8 Rhesusaffen ein Geduldsspiel vor, bei dem es darauf ankommt, eine Art Schloss zu öffnen. Harlow will herausfinden, wie Primaten lernen. Die damals reüssierende behavioristische Lehre besagt, dass Primaten nur aktiv werden, wenn es um Futter oder Fortpflanzung geht. Es sei denn, man bringt ihnen ein Verhalten mittels Belohnung mühsam bei. Zur großen Überraschung lösen die Affen Harlows Aufgabe jedoch ganz ohne Belohnung, während sie die Lust am Spiel verlieren, nachdem Harlow ihnen Rosinen zur Leistungssteigerung verabreicht hat. Harlow ist von dem Verhalten der Affen derart irritiert, dass er sich anderen Themen zuwendet. Jedoch notiert er, dass es wohl eine dritte Kraft jenseits von Nahrungs- und Fortpflanzungstrieb geben müsse, die motiviere. Erst 2 Jahrzehnte später greift ein Forscher die Fragen von Harlows Experiment wieder auf, indem er das Affenexperiment mit Menschen wiederholt. Der amerikanische Verhaltensforscher Edward L. Dakey hält für seine Probanden eine Art Zauberwürfel bereit und bietet ihnen zur Leistungssteigerung Geld statt Rosinen. Das Resultat bestätigt sich. Sobald die Probanden bezahlt werden, verlieren sie jede Lust, sich ohne Entlohnung mit dem Würfel zu beschäftigen. Das Geld scheint ihnen die reine Freude am Tun geraubt zu haben. Das bestätigt außerdem eine andere Studie Dakeys, indem er Studenten in 3 aufeinanderfolgenden Einheiten puzzeln lässt. In der ersten Einheit spielen sie ohne jede Anweisung. In der zweiten Einheit spielt eine Gruppe weiterhin frei, während eine andere Gruppe abgesondert und für die Lösung des Puzzles bezahlt wird. In der dritten Einheit lässt Dakey beide Gruppen wieder frei, also ohne Entlohnung spielen. Die Folge: Die Studenten, die in der zweiten Einheit entlohnt werden, geben in der dritten Einheit deutlich früher als ihre Kommilitonen auf, das Puzzle zu lösen. Die dritte Kraft, von der Harlow schreibt, ist dieser Tage als intrinsische Motivation bekannt. Die Fragen, die Harlows und Dakeys Experiment aufwerfen, sind die Fragen, die das bedingungslose Grundeinkommen stellt. Rauben wir uns die Fähigkeit zu intrinsischer Motivation, wenn wir uns zur Arbeit zwingen? Erfüllt uns Arbeit erst dann, wenn wir sie nicht um der Bezahlung willen, sondern um ihrer selbst willen tun? Das umfangreichste Experiment zum Grundeinkommen, welches sich jederzeit durchführen lässt, ist folgende Umfrage. Was würden Sie arbeiten, wenn für Ihr Einkommen gesorgt wäre? Hunderttausende haben sich diese Frage bereits gestellt. Resultat: positiv. Die allermeisten würden weiterarbeiten. Die meisten würden sogar weiterhin das Gleiche tun. Viele denken, sie würden das Gleiche sogar besser tun können. Und nicht wenige meinen, sie würden das Gleiche tun, jedoch an einem anderen Ort, in einem anderen Unternehmen. Bemerkenswert ist der oftmals geäußerte Wunsch nach Veränderung, Weiterbildung
und Abbau von Druck und Stress. Was denken Sie, würden die anderen tun, wenn für deren Einkommen gesorgt wäre? Drehen wir die Frage um, ist das Resultat negativ. Ebenso viele, wie denken, sie selbst würden weiterhin arbeiten, denken, die anderen täten es nicht. Wir haben von uns selbst ein optimistisches Menschen und von den anderen ein pessimistisches Tierbild. Im Wirtschaftsmagazin Brand 1 ist das in der Rubrik Die Welt in Zahlen wunderbar nachzuvollziehen. Anteil der Menschen, der versichert, auch mit einem bedingungslosen Grundeinkommen weiterhin arbeiten zu gehen, in Prozent 90. Anteil der Menschen, der glaubt, andere würden durch ein bedingungsloses Grundeinkommen aufhören zu arbeiten, in Prozent 80. Das bedingungslose Grundeinkommen verlangt nur eine kleine Änderung der bestehenden Verhältnisse, nämlich den Teil des Einkommens, den jeder unbedingt zum Leben braucht, bedingungslos zu gewährleisten. Was bitte sollte daran so gefährlich sein? Der Mensch ist das Wesen, welches so wird, wie es von sich selbst und den anderen zu denken vermag. Dazu hier ein Experiment. Achten Sie einen Monat lang darauf, in welchen Situationen Sie aus Gründen der Existenzsicherung Entscheidungen treffen. Schreiben Sie sich das auf und notieren Sie sich außerdem, wie Sie sich mit einem bedingungslosen Grundeinkommen entschieden hätten. Nach einem Monat machen Sie eine provisorische Auswertung. Wie würde sich Ihr Leben verändern, wenn Sie so handelten, als ob Sie ein bedingungsloses Grundeinkommen hätten? Würden Sie fauler oder produktiver? Welche Auswirkungen hätte es auf Ihre Entscheidungen sowie Ihr Lebensgefühl? Was wären die Folgen für Ihre Mitmenschen? Im nächsten Monat beobachten Sie, wie sich Ihr Leben verändern würde, wenn die Menschen, mit denen Sie zu tun haben, ein bedingungsloses Grundeinkommen hätten. Wären Sie weniger gestresst, ansprechbarer, hilfloser? Und was würde sich dadurch für Sie verändern? Im dritten Monat fragen Sie Ihre Mitmenschen, wie sich deren Leben mit einem bedingungslosen Grundeinkommen verändern würde. Schreiben Sie sich deren Antworten auf und überlegen Sie sich, wie sich diese Veränderung auf Ihr eigenes Leben auswirken würden. Was wären für Sie die Vor- und Nachteile, die Chancen und Herausforderungen? Beginnen Sie spätestens 3 Monate vor der Volksabstimmung mit dem Experiment. Das war mein Lieblingskapitel. Es hat sehr Spaß gemacht, es vorzulesen. Und damit vielen Dank.